die Hansestadt Lübeck und die Insel Fehmarn sind durch eine 92 Kilometer lange, eingleisige, nicht elektrifizierte Bahnstrecke miteinander verbunden. Sie ist Teil der internationalen Eisenbahnverbindung zwischen Hamburg und Kopenhagen. Da die arktischen Vögel auf einer ähnlichen Route zwischen Mitteleuropa und Skandinavien fliegen, wird diese Straßen- und Bahnverbindung auch Vogelfluglinie genannt. In diesem Video schauen wir uns den Abschnitt zwischen Lübeck und Puttgarden genauer an. Bereits ab 1873 war Neustadt in Holstein mit Lübeck über Eutin per Bahn verbunden. Eine Trasse nach Oldenburg in Holstein wurde 1881 eröffnet. Um das Jahr 1900 herum wurde die Strecke nach Heiligenhafen und über Burg nach Ort auf Fehmarn verlängert. Die Überquerung des Meeresarmes Fehmarnsund wurde mit Dampffähren realisiert. Erst 1928 war eine direkte Verbindung nach Lübeck fertiggestellt. Anfang der 20er Jahre begannen bereits die Planungen für eine Eisenbahnverbindung von Hamburg nach Kopenhagen mit einer Brücke über den Fehmarnsund und einer Fährverbindung nach Rødby. Die Bauarbeiten, die 1941 starteten, wurden durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Ab 1949 wurden dann erstmal auf dem Festland durchgehende Bahntrassen vorbei an Neustadt in Holstein und Lütjenbrode gebaut. Nachdem nach 5 Jahren Bauzeit auch die Fehmarnsundbrücke und die Gleisverbindung bis nach Puttgarden fertiggestellt waren, konnte die Vogelfluglinie 1963 dann eingeweiht werden. Die parallele Fährverbindung wurde eingestellt, in den 70er Jahren 10 Zwischenbahnhöfe stillgelegt und in den 80er und 90er Jahren dann auch die umliegenden Nebenbahnen. Der größte Ort auf Fehmarn, also Burg, war damit ohne Bahnanschluss. Erst als im Juli 2010 ein Abzweig nach Burg wieder eröffnet wurde, konnten Personenzüge diesen Ort wieder anfahren. Wie die Zukunft der Strecke aussieht und warum ihr bald die Stilllegung droht, erfahrt ihr in einem Extra-Video über die feste Fehmarnbeltquerung. Kommen wir nun zum Zugverkehr. Die Strecke wird im Regionalverkehr auf dem Abschnitt Lübeck-Neustadt-Holstein stündlich durch die RB85 bedient. Die Züge fahren täglich von 7 Uhr bis 23 Uhr, Montag bis Freitag bereits ab 4 Uhr. Alle 2 Stunden hängt an diesen Zügen ein weiterer Zugteil nach Puttgarden. Die Zugtrennung bzw. Vereinigung findet im Güterbahnhof Neustadt in Holstein statt. So herrscht auf dem Abschnitt Sirksdorf-Puttgarden ein 2-stündliches Regionalzugangebot. Im Winterhalbjahr von Mitte Oktober bis Mitte März enden die meisten Züge bereits in Burg. So fahren neben Bussen im Winter nur vereinzelt Regionalbahnen bis nach Puttgarden. Auf der RB85 kommen Dieseltriebwagen der Baureihe 648 zum Einsatz, die auch unter dem Namen Lind bekannt sind. Sie verfügen je nach Bauserie zwischen 122 und 125 zweite Klasse Plätze und 8 erste Klasse Plätze sowie einem Mehrzweckbereich mit einem behindertengerechten WC. Die Triebwagen der Serie 648.3 wurden 2009 an Schleswig-Holstein ausgeliefert und die 648.4 im Jahr 2011. Optisch sind beide Bauserien durch die unterschiedlichen Sitzmodelle leicht voneinander zu unterscheiden. Von 7. April bis 31. Oktober wird am Wochenende 2-mal pro Tag und Richtung eine Zugleistung Puttgarden-Lübeck bis nach Hamburg mit Halt in Ahrensburg und Bad Oldesloe verlängert. Diese Züge verkehren als RE85 und werden unter dem Namen Hamburger Strandexpress vermarktet. Zum Einsatz kommen hier Dieselloks der Baureihe 218, die bis Ende der 70er Jahre ausgeliefert wurden. Die Lok zieht nach Puttgarden 4 moderne Doppelstockwagen aus den Jahren 2004 bis 2009 hinter sich her. Diese bieten 434 komfortable zweite Klasse
und 37 Erste-Klasse-Plätze. Der Steuerwagen, der Richtung Hamburg führend ist, weist einen Tiefeinstieg auf, sowie ein großes Mehrzweckabteil mit behindertengerechten WC. Der RE 85 besitzt anders wie die RB 85 keinen Zugteil nach Neustadt. Wenn ein RE 85 verkehrt, fährt kurz danach eine RB 85 einzeln nach Neustadt. Da die Linie Lübeck-Puttgarden, wie angesprochen, Teil der Fernverbindung nach Kopenhagen ist, wird die Strecke auch von den Eurocities Hamburg-Kopenhagen befahren. Sie sind viermal pro Tag im 4-Stunden-Takt unterwegs und legen auf unserer Strecke nur in Oldenburg einen Zwischenhalt ein. Von Ende Juni bis Ende August fahren drei zusätzliche Eurocity-Zugpaare, die größtenteils einen 2-Stunden-Takt herstellen. Die Züge stellt die dänische Staatsbahn DSB. Sie setzt Triebwagen der Baureihe MF, auch IC3 genannt, ein. Die Züge wurden zwischen 1990 und 1991 in den Dienst gestellt. Die Triebwagen der Baureihe MF haben den Vorteil, dass beim Zusammenkuppeln mehrerer Zugeinheiten ein Durchgang durch den ganzen Zug möglich ist, da das Führerpult weggeklappt werden kann. Um dies zu ermöglichen, wurden die Züge mit einer flachen Frontpartie und Gummibürsten ausgestattet. Dies brachte den Zügen wiederum den Spitznamen Gumminase ein. Um mehrere Zugteile zusammenhängen zu können, wird vor dem Kuppeln die Luft aus den Gummibürsten herausgelassen. Als Einzeleinheit bieten die 180 km/h schnellen Triebwagen 128 zweite Klasse und 16 erste Klasse Plätze. Von Montag bis Freitag fahren diese Züge meistens einteilig. Am Wochenende verkehren sie doppelteilig. Bis 1. Oktober 2017 fuhren auch noch Diesel-ICE, sogenannte ICE-TD, der Baureihe 605 auf dieser Linie. Warum auf dieser Linie jetzt nur noch dänische IC3 fahren und warum keine Güterzüge über die Strecke fahren, erfahrt ihr in der Doku auf dem Kanal ÖV-Fan 2001. Um weitere Touristen mit möglichst wenig Umsteigen zu den beliebten Urlaubsorten Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug und Sirksdorf zu bringen, fährt größtenteils von März bis Oktober von Freitag bis Montag ein Intercity von Köln hierher. Nach Zwischenhalt in Oldenburg endet er um 14.42 Uhr in Burg auf Fehmarn. In der Gegenrichtung bietet die Deutsche Bahn teilweise zwei Intercity-Fahrten an. Die eine startet wochentagabhängig kurz nach 8 oder 9 Uhr und die zweite kurz nach 15 Uhr in Fehmarnburg, wobei letztere meistens in Hamburg endet. Der Wagenpark umfasst planmäßig 5 bis 6 zweite Klasse und einen erste Klasse Wagen. So ein Intercity mit 7 Wagen bietet zwischen 51 bis 54 erste Klasse und etwa 430 zweite Klasse Plätze. Bespannt werden die Züge ab bzw. bis Hamburg mit einer 218. Das war der erste Teil der Dokumentation über die Bahnstrecke Lübeck-Puttgarden. Im Video, welches jetzt in der Mitte angezeigt wird, geht es um die Bahnhöfe und die Orte der Strecke. Vielen Dank fürs Zuschauen.